So, da sind wir wieder bei einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. So, au, müssen wir jetzt hier noch was machen? Nee, das hatten wir doch schon hier, ne? Ja, darum sind die auch alle da. Gut, dann. Wir hatten gerade hier auf dem Weg zu den. Entschuldigung. Ja, genau, zu den Schemen. Dann wollten wir aber das noch mitmachen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt den Punkt noch. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Ich hab dich in Vysima gesehen. Echt? Warst du da auch schon? Halla, halla. Was brennt denn hier? Ach du Scheiße. Okay. So, was haben wir denn hier? So, dann haben wir das auch, oder? So wie es aussieht. Gut, dann geht's weiter zu dem hier. Oh, da, schaut mal, da haben wir auch noch einen versteckten Schatz noch nicht. Okay, das heißt wohl, wir schwimmen wieder ein bisschen. Wollen wir mal. Direkt dran vorbeischwimmen, dann können wir es auch mitnehmen. Ach, Mist, da muss ich doch hin. Na gut, komm. Gut, das ging schnell.
Da sind wir doch schon. Ah ja. Das ist nicht ein Tag. Na komm. So. Ein Brief. So. Gut. Da ist noch. Ja, warum leuchtet denn der noch? Hallo? Okay. Na gut. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir uns noch den versteckten Schatz hier an, hier drüben. Machen hier so komische Geräusche. So. Ah ja. Gule. Er kommt. Okay. Einer. Oh. Bienenwaben. Na komm. Sehr schön. Also Honigwaben. Nochmal. Irgendwo unter dem Hügel sein, kann das sein? So aus, ne? Obendrauf war ja jetzt... Ah, okay. Okay. Schatztruhenschlüssel. Zerknüllte Notizen. Es sind Soldaten gekommen. Ich weiß nicht, ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal. Ich hörte blablabla. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen, das Fenster auszugraben, ein Loch in die Wand oder das Dach zu kriegen, nichts zu machen. Ich hörte Leute, die die Leichen geklettert haben. Okay, alles klar.
gut. Oh, meine Rüstung ist auch so gut wie im Eimer. Ja, sehr schön. Da komme ich nicht rein. Hoch. Ja. Jawoll. Wow. Okay. Ich meine, dann haben wir hier auch alles, oder? Würde ich jetzt mal auf das da drinnen. Ja. Ja, okay. Wo wir aber nicht rankommen. Da unten war ja nichts mehr, ne? Gut, lass uns mal gerade unsere Ausrüstung anschauen. Ah ja, die hat noch 50%, 20%. Oh. Stahlwaffe 4%, okay. Sollten wir vielleicht... Stahlwaffe 173, Stahlwaffe 154. Wir nehmen mal die 154er mit den Slots und machen da mal rein. 2% auf Einfrieren. Prozent auf Verbrennen und 3% auf Bluten. Das sieht doch gut aus. Die Rüstungsteile sind alle viel schlechter, ne? Oh, 49. Okay, aber keine Slots halt drinnen, ne? Wurscht, die nehmen wir. Gut. Okay. Gut. So, dann... Ah, halt. Die... E. Komm her. Schlechter sind... Können wir die auch reparieren. So, dann gehen wir als nächstes ich weiß jetzt nicht ja, wir gehen jetzt als nächstes zu der Mission und machen dann vielleicht hier die paar Aufgaben dann noch mit. Ah, guck mal, was haben wir denn hier?
Au, was? Was ist denn das Komisches? Hallo? Hast du mir hier irgendwas ins Gesicht gespritzt? Was du zu bieten? Krabbenspinne. Jetzt guckt hier rum. Ah. Zwei Nieblinge. Auch weg. So, au, Funako, ja. Man muss ja hexen. Man muss ja auch mal mit Hexen was machen, ne? Man muss ja irgendwann auch mal fertig werden. Und das sieht so überhaupt nicht danach aus. Au, was ist denn das für eine Höhle? Waren wir hier schon mal? Mal gucken. Die kommt mir... Ich bin einfach neugierig. Ich bin halt einfach neugierig. Das könnte jetzt echt ein Problem werden. Aber... Flüchtling? Oh. Hey, Kreve. Deine Augen leuchten so im Dunkeln. Ich dachte schon, die Echse kommt. Oh. Das Ding, das angegriffen hat. Wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Ich kann's versuchen. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wövern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Okay. Königlicher Wövern, ich Glückspilz. Yay. So. Dann machen wir mal den Wüvern-Auftrag halt schnell. Königswüvern. Lass mal gucken. Oh, Königswüvern. Goldener Pirol, Kartätsche, Drakonidenöl, Art Drakoniden, Pirol. Okay. Halt. Machst du denn? Ich habe gar kein Drakonidenöl, das ist aber nicht gut. Pirol. Habe ich wenigstens den Pirol? Den hatte ich doch irgendwo, oder? So.
Art ist. Ach so, Druckwelle. Okay. Na denn, wollen wir mal gucken, ob das auch so funktioniert. Ob das auch so funktioniert. Halt, wir könnten mal ganz schnell schauen. Alchemie. Können wir Drakoniden machen vielleicht? Schade, können wir nicht. Mutterkornsamen. Okay. Na gut. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Dann müssen wir da wohl so ran. Ach, das sind eh die Dinger, wo man dann mal hin wollte, ne? Ist scheiße. 2 ist halt kacke. Fuck. Manchmal der König liefern, ne? Haben wir. Ach, den anderen haben wir auch schon. Okay, gut, 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 gut. Ich denke mal, der Königswyvern kommt. Wir haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Ja. Wir werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Das dachte ich mir schon. Ich hör mal, wenn die ein tot. Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Ja, und dann könnte. Königswich, oh, das ist da drinnen wahrscheinlich. Oh oh. Oh oh. Kommt er jetzt? Ja. Dachte ich's mir doch. Oh.
Okay, ich hatte mir das tragischer gedacht mit dir. Aber das ist ja gar nicht so problematisch gewesen jetzt, ne? Okay. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Na gut. So, ich glaube, ich... Achso. So, ich würde trotzdem gerne hier nochmal reinschauen wollen. Ups. Doch so eine große Höhle, ohne dass da irgendwas noch zu holen wäre, hätte mich jetzt auch mehr als nur gewundert. Oh, was ist denn das? Sieht aus wie eine Arena, so ein bisschen. Okay. Da muss noch ein Nest sein. Nacht, Großer, schlaf gut. Oh. Irgendwie nicht so ganz geheuer aus, ja? Aber es kann euch auch der Königin von gewesen sein. Einfach nur Alternativeingang. Okay, dann schauen wir da links nochmal runter.
Okay. Ah. Ah. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Haben wir doch eigentlich. Jetzt hier doch noch mal gucken gehen. Ah, okay, doch. Ich dachte schon, wir kommen auf der Seite nicht hoch, aber es geht doch. Gut, alles klar. Na komm. Okay, so, wo war jetzt hier noch? Ach nee, das waren die Nester, die wir schon hatten. Gut, dann gehen wir jetzt zu der Mission. Ach, der steckt im Stein. Hallo, kommst du mal raus, da? Ja, gut. Ja, so viel dazu. Okay. So. Siehst du zufällig nach Norden? Hallöchen. Auf ein Wort, Meister Hexer. Ja. Vielleicht haben wir Arbeit für dich. Okay. Wir haben ein paar Vermisste und... Ich glaube, die habe ich getroffen. In einer Höhle nördlich von hier. Sie wurden von einem Wyvern angegriffen. Einer ist tot, aber die anderen müssten bald hier sein. Verdammt nochmal, wir hätten sie nie alleine losziehen lassen sollen. Der Wyvern, hast du den erschlagen? Du ganz alleine? Eure Freunde waren nicht gerade erpicht darauf, mir zu helfen. Sie hatten auch nicht den Anstand, mir eine Belohnung anzubieten. Woher soll ich wissen, ob du die Wahrheit sagst? Wir können ja auf sie warten. Dann sollte ich aber mehr verlangen. Nicht nötig. Aha. Wenn du gelogen hast, werden die Götter dich richten. Hier, nimm dies. Danke. Dankeschön. Mach's gut. Warum soll ich jetzt noch immer mit dir reden? Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Aber du hast ein Außenverzeichnis unter dir. Ich dachte, da wäre noch was. Gut. Ja. Dann machen wir jetzt... Ich glaube, das... Und dann Banditenlager. Das ist doch eine Idee, oder? Richtungstechnisch wäre das doch ganz in Ordnung. Wow, wow. Wow, okay, Schwein gehabt. Abgerollt. Dieser Gestank. Die Neckar tauchen hier auf. Ja. Sie graben sich raus. Nicht mehr lange.
Dann... Ah, da braucht jemand Hilfe, aber das machen wir auf dem Rückweg dann. Wir gehen erst die Reihe hier rum. Sonst rennen wir wieder so ewig hin und her. Verdammt. So. Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Nicht mehr lange. Ein Bümpchen habe. So. Sehr schön. Das auch. So, dann das Nest. Es sind aber viele Monsternester in der Ecke. Der Wind heult. So, hier das. Die Neckar tauchen hier auf. Ja. Sie graben sich raus. Oh, ich sollte vielleicht nicht da stehen bleiben, ne, wenn ich die Puppe reingelegt habe. So, dann... Oh, okay. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ich habe keine Bombe mehr. Echt jetzt? Oh, das ist nicht gut. Keine... Echt jetzt keine... Scheiße, keine Bombe, die... Ah, das ist jetzt nicht gut. Machen. Schade.
Das ist nicht nett. So, schauen wir. Schmähen mich. Ich schaff das nie. Okay. Gerd Ora jetzt hat. Du suchst Gule? Wieso? Sonst will mir keiner das Licht ausblasen. Mir geht's seit Tagen elend. Zum Sterben. Aber ich schaff's irgendwie nicht. War schon immer so stark, verdammt. Kennen wir uns? Ja, du hast mich unter dem Leichenberg hervorgezogen. Ich war so sicher, dass ich nicht krank werde. So sicher, so dumm. Hör zu, du hast mir einen Gefallen getan. Tu mir noch einen. Hast du ein scharfes Schwert? Mach Schluss. Okay. Ja, mei. Bist du sicher? Ich bitte dich. Tu es schnell und verbrenn meine Überreste. In Ordnung. Ich kann nicht verbrennen, ich habe keine Bombe. Ich danke dir. Und nimm dies. Ich wollte was für die Kinder sparen, aber jetzt brauchen sie es nicht mehr. So, gut, das Banditenlager schauen wir uns noch an. Oh, süß. Macht ja gar keinen Schaden. Gut. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Oh, holla. Gut. Hm.
Das noch markiert, habe ich das nicht? Banditenlager, ich bin doch fertig, oder? Hier noch irgendwo was. Da hinten die Truhe, voll übersehen. Etc. So. Das können wir leider nicht. Hier, das schauen wir uns noch an. Das ist nämlich gar nicht so weit weg. Mann, geh da raus aus dem Wasser, du Depp. Nimmst du vielleicht mal dein Schwert, du Dämlack? Ja, und du bist total doof, ehrlich. Gehst damit mit den Fäusten auf das Viech los. Sorry, ist auch nicht sehr intelligent, echt. Ja, da haben wir noch einiges, da haben wir noch einiges. Dann werden wir als nächstes noch ein paar von diesen Nebenquests machen und so. Und schauen dann, wie es mit der Hauptmission weitergeht, ihr Lieben. Aber für heute war es das jetzt erstmal. Ich wünsche euch ein gutes Nächtle. Hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Mal schauen, was morgen alles so abgeht. Wir werden es sehen. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss und ciao, euer Madin. Servus.